Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Endless Legend mit den Roving Clans. Vielleicht. In der letzten Episode habe ich angemerkt, dass ein Patch kommt und ich Steam bitten werde, nicht zu patchen, damit ich mein Safe Game noch zu Ende bringe. Steam, die dumme Schlampe, hat, wie man hier unten sieht, trotzdem von 0519 auf 061 gepatcht und ich habe keine Ahnung, was mit meinem Safe Game passiert. Ich meine, die Sachen, die sie eingebaut haben, super. Gar keine Frage, aber ob ich weiterspielen kann vernünftig, ist halt fraglich. Ah, jede Fraktion hat jetzt einen eigenen Ladebildschirm bekommen, was ich ziemlich cool finde, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Schon mal die erste Neuerung im 061er. Die Draken sind drin. Und die Fraktionsvideos, wenn man mit einer Fraktion anfängt zu spielen. Außerdem kamen ein paar Multiplayer- und UI-Fixes. Your armies are impressive. Reaction of another empire. Expansion Victory ist freigeschaltet worden. Sonst. Also er lädt das Safe Game, aber wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man das macht. Sieht die Map irgendwie klarer aus? Bilde ich mir das ein? Wurde auf jeden Fall eine Menge gefixt. Bisschen was im Tech Tree wurde hin und her geschoben und ein paar Quests gefixt, aber nicht bei den Roving Clans. Ja, generell. Außerdem, your armies are impressive. Ernsthaft? Ich habe hier unten vier Leute stehen. Und was mir einfällt, den verkaufe ich. Ja. Und den breche ich ab. Warum habe ich denn so wenig Dust? Ist Winter? Nein, es ist nicht Winter. Wo geht denn mein Dust hin? Gut, da muss ich mich bei Gelegenheit mal drum kümmern. Jedenfalls, ich habe mal nachgedacht. Ich habe ja ein großes Problem mit meinen Nahkämpfern. Schon bei den Roving, bei den Walters schon gehabt. Bei den Wild Walkers weiß ich es gerade nicht. Jedenfalls ist mein Problem, sie sterben. Schnell. Das hat auch einen Grund. Defense 8. Initiative dafür 14. Ich neige dazu, meine Einheiten nicht gut zu schützen. Sondern ihnen so ein bisschen Schutz hier zu geben. So 1 auf einer Rüstung. Wohingegen ich hier einfach mal so 4,5 haben könnte. Ich weiß nicht, warum er ihm jetzt den Helm ausgezogen hat, aber okay. Ich meine, ich habe ja nichts davon, wenn meine Einheiten viel Initiative haben und sich schnell bewegen, aber dafür so eine mitkriegen, dass sie leider sterben. Das ist ja nicht der Sinn von Nahkämpfern. Ich meine, klar, wäre schön, wenn sie sich vor meinen Einheiten mit dem Stun bewegen, aber ich spiele meine Nahkämpfer halt, wie ich Fernkämpfer spielen würde und das ist einfach falsch. Na, komm schon. So. Machen die mehr als vorher? Ja, aber ich glaube, die Initiative ist deutlich gesunken. Und die Fans auch von 8 auf 15. Ist jetzt nicht so der Bringer, aber ist fast das Doppelte an die Fans. Und das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. So. Wohin bist du unterwegs? Aha. Machen wir doch mal End Turn. Und gucken, was passiert. Das hat ganz schön lange gedauert. Management Sciences. Das hieß doch früher anders. Das hieß doch Lumbermill, oder nicht? Ich bin mir unsicher. Also ich bin mir... Oh, ich habe da zwei bekommen. Hä?
Was genau bringt das? Und Exploitation. Das ist alles eine Exploitation. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Da kann ich aber gewaltig Production abstauben. Ich frage mich natürlich, ob die andere Änderung hier schon reingegangen ist. Ja, die haben das vertauscht und mir ist jetzt ein bisschen der Skill Tree auseinandergegangen. Aber was will man machen, ne? Was hast du denn noch? Ja, nee. Irgendwie habe ich keine coolen Items mehr für hier. Weil ich keine forsche. Also jetzt forsche ich mal welche, aber vielleicht hätte ich noch die alten forschen sollen bei Gelegenheit. Ich hänge sie mal ein. Kann ja so lange nicht dauern. Wie lange forsche ich denn da dran? So 7 Runden. 8 vielleicht. Grob überschlagen. Ich bin gerade echt zu faul zu rechnen. Was brauche ich denn noch? Ich glaube, die waren ganz cool. Ich bräuchte eigentlich was von hier. Aber mir fehlen noch so 2 Forschungen. Aber die mache ich ja. Die mache ich ja. Wo ist das? Hier. Okay. Und hier möchte ich gleich mal was anderes probieren. Wenn ich die Roving Clans schon mal spiele, dann will ich auch ein cooles Feature ausprobieren. Aber erstmal warten, bis der Markt fertig ist. Dann gucken wir doch mal, was passiert. Einfach nur mal testen. Gab es hier nicht irgendwo Science? Uhu! Okay. Das war jetzt wenig spektakulär, aber in Ordnung. Ich hätte vielleicht eine nehmen sollen, die schon Boros hat. Vielleicht später. Vielleicht später. Ist ein bisschen mistig, dass sie hier niemandem den Krieg erklären kann. Puh. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich jetzt gewinnen soll, weil die anderen Victory-Typen gar nicht freigeschaltet sind. Naja. Obwohl, Expansion Victory funktioniert. Das heißt, ich muss nur expandieren, wie blöde. Aber das ist machbar. Necrophages wären jetzt eine coole Sache, weil Necrophages können keinen Frieden schließen. Das heißt, wenn ich mit dem Krieg anfange, dann haben wir auch Krieg. Bis dann laufe ich mal bei den Walters durch. Stört die ja sicher nicht. Ja, noch mehr Dust. Jetzt kriege ich auch wieder viel Dust rein. Ich weiß nicht, was passiert ist, ganz ehrlich.
ist mir das hingegangen eben? Das waren doch eben nur 11. Wenn das so weitergeht, kann ich mir bald noch einen Helden kaufen. Oh, ich kann mir noch einen Helden kaufen. Uiuiui. Das ist schon, schon so eine normale Heldin, oder? Army Defense Boost. Hier unten ist deutlich besser. Oh, auch ein bisschen teurer. Hm. Dann kaufe ich dich. Du gehörst jetzt mir. Mach, 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 mach. Okay, die neuen Yamaks sind fertig. Dann gucken wir uns die neue Heldin nochmal an. Was tut das denn? If Governor. Ja, nee, bin ich aber nicht. Sorry. Kann ich nichts machen jetzt. Ach, die ist doch ganz gut. Und kostet mich nichts, wenn ich die ausrüste. Also, außer Titanium, aber... Das ist ja nicht so, dass ich da jetzt dringend Not hätte. Ja. Gut. Ach. Ja, ist nicht in meinem Territorium, kann ich nicht machen. Nächste Runde dann. Nächste Runde. Hi, na? Oh, jetzt werden hier oben die Level angezeigt. Und, wie viel EP die pro Runde bekommen, wird auch angezeigt. Und wie viel sie haben und wie viel sie noch brauchen. Also, das kann man dann ausrechnen, wie viel sie noch brauchen. Sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass mein Savegame immer noch läuft. Dann rummeln wir hier mal. Ah, nee. Das ist blöd, was ich hier mache. Die sollen ja möglichst viel Anlauf haben. Eigentlich. Oh. Die haben den Knopf in die Mitte verlegt. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum ich nichts machen kann. Cool. Wer bist du denn? Ne, mal ganz ehrlich, wer ist das? Ist das meine Miliz? Ich glaube, das ist meine Miliz. Muss ja. Aber wo ist die hier? Das ist mein Wild Walkers. Ach so, das ist mein Held hier unten. Bisschen blöd. Dass ich das nicht sofort gesehen habe. So, und jetzt kann ich auch hier sagen Inspect und die coole neue Rüstung anziehen. Oh, habe ich mir das eingebildet oder kann man die Rüstung sehen? Nee, kann man nicht. Close. Ja, verwerfen. Läuft. Passt schon. Ja. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist eigentlich so erkunden gehen. Was baue ich hier eigentlich? Ah, okay. Und hier? Nüscht. Das ist ein bisschen wenig. Siedler und dann die Dinger. Kann ich die auch rüberschieben, wenn ich eh einen Siedler baue? Und dann werde ich gleich mal gucken. Habe ich noch nicht so ein Gebäude geforscht, womit meine Einheiten EP bekommen? Nein, natürlich nicht. Ab in die Queue mit dir. Das ist ein bisschen so wie in die Cloud. Man macht alles in der Cloud. Also ich jetzt nicht, aber andere Leute machen alles in der Cloud.
Vielleicht sollte ich mich irgendwann mit Cloud-Programmierung beschäftigen. Das wäre vielleicht ein cooles Thema und hätte so Zukunft. Aber ich persönlich glaube ja, dass es dieses Internet in 2 bis 3 Jahren nicht mehr gibt. Also es hat einfach keine Zukunft mehr. Die Matrix hingegen. Also nicht wie im Film Matrix, sondern mehr so wie in Shadowrun oder der Sprawl-Trilogie. Das wäre was. Ich meine, das ist im Grunde genommen ja auch das Internet, nur mit mehr AR und VR. Und Augmented Reality ist ja jetzt auch keine Zukunftsvision mehr, jetzt wo Google Glass erhältlich ist. So eine Google Glass lacht mich ja auch an, aber ich weiß nicht, ob ich sie wirklich brauche. Aber ich glaube nicht, dass das eine wichtige Frage ist, wenn man so ein Nerd ist, so brauche ich die, sondern mehr so, will ich das, weil es cool ist? Und ich glaube, das ist eine Frage, die ich mit Ja beantworten würde. Ach. Ich bin ja auch damals auf diesen Smartphone-Zug aufgesprungen, den ich mächtig klasse fand. Tablet habe ich jetzt noch nicht, aber das kommt. In naher Zukunft. Und ich glaube, so eine Google Glass hat schon was. Ich bin ja sowieso auch jemand, der sein ganzes Haus verkabeln würde, wenn er könnte. Aber ich habe kein Haus. Das macht es ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Aber was will man machen? So, jetzt sind meine Leute glücklicher, wenn der Empire Plan nächste Runde in Kraft tritt. Und ich sollte echt mal den Ton von meinem Handy ausmachen, wenn ich hier am Aufnehmen bin. Kleinen Moment. Ich mache das eben mal. Als ich eben sagte, ich bin auf den Smartphone-Zug aufgesprungen, meinte ich habe ein 5 Jahre altes Smartphone hier rumliegen. Nee, lass mich rechnen. 4. Aber ich habe ja zum Glück auch ein 4 im Handy. Bewegt er sich weiter oder weniger weit als vorher? Ich glaube weniger weit. Ah! Kleinen Moment. Da wollte ich hin. Skilltree. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ui! Ui, das ist cool. Bin mir echt nicht sicher. Aber was will man machen? Na, das ist auch schon fast fertig. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Na, vielleicht nicht. Vielleicht warte ich, bis Advanced Filigree geforscht ist und baue dann Einheiten. Da muss ich sie nicht später für viel Dust nachrüsten. Nicht, dass ich nicht viel Dust hätte. Aber jetzt gehen wir doch mal weiter gucken. Das ist zum Beispiel so ein cooler Tempel. Uiuiuiuiui. 2 Extractors. Exploiting one or more of the following luxuries. Ja, super. Die hier hinten sind fertig. Die beiden. Mit denen ich die Quest hätte erfüllen können. Und hier sind nirgends Luxury Resources. Nirgends. Oh, ich könnte die Wolters hier prima einkreisen. Ach, warte mal. Da hatte ich doch noch ein Problem mit Kazanji. Was sagt mir das? Ich reite in die falsche Richtung und habe es nicht gemerkt. Dann reite ich da gleich mal hin. Was in dem Patch auch neu ist, ist, dass die KI-Mitstreiter, wollte ich sie ja nennen, mittlerweile auch den Markt benutzen, das haben sie vorher nicht, was natürlich für eine Dings-KI sehr lustig ist, für eine Rovers-KI. Weil die haben ja den Bonus, dass sie den Markt von Anfang an benutzen können. In Mesan ist ein Siedler fertig. Tudum. Ja, das bringt mir gar nichts noch. Solange da hinten Kazanji sind, möchte ich den Siedler lieber nicht aufs Spiel setzen. Uiuiui. Quest complete. Exotic Armor. Okay, Exotic Filigree. Super.
total klasse. Und neuer Quest. Seek out magical anomalies to learn more of dust and gain influence to more easily execute the next steps. Exploit 4 anomalies and produce 50 influence. Wie viele anomalies exploite ich denn? Ich bin da wahrscheinlich schon dicht an 4 dran, oder nicht? Produce 50 influence. In einer Runde. Ernsthaft. Wie soll ich das denn machen? Die haben immer so lustige Quests. Hier wäre eine Anomalie. Zwei Anomalies. Drei Anomalies. Vier Anomalies. Und fünf. Das habe ich. Ich würde gerne den anderen Quest da oben angepinnt haben. Ja, 50 Influence. Das lässt sich wahrscheinlich in der nächsten Ära dann machen, wenn ich das hier habe. Ah, das ist gar nicht Influence, das ist Approval. Das hier und das hier. Glory of Empire und National Museum. Ja, jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, was ich da bekommen habe. An cooler Ausrüstung. Coole Ausrüstung auf jeden Fall. Er ist jetzt nicht so der Burner eigentlich. Wie viel habe ich hier? 4,5. Das sind 3. Das sind 3. Aber der gibt halt, gäbe halt zum Beispiel noch Block. Kann ich das nochmal sehen? Meine Defense ist 15, ja? Mit dieser Rüstung, die 3 gibt. Wenn ich jetzt diese ausrüste, die 4,5 gibt, ist meine Defense 15. Aber meine Criticals sind niedriger. Gut. Und Block 12 Defense when attacked ist ja eigentlich, was ich möchte. Also mehr Defense. Dafür ist die Rüstung schon voll super. So, was gibt das denn? Improved Critical? Nichts. Confidence. Sharp Sense. Das war doch gegen Fernkampf, oder nicht? Ja. Das ist total super. Obwohl Fernkampf ist nicht das Problem, glaube ich. Ich schicke die ja in den Nahkampf. Da möchte ich, glaube ich, lieber das hier. Ja, total klasse. Ich hätte mir das mal eher angucken sollen. Ja gut, an den Waffen brauche ich jetzt nichts drehen. Glaube ich fast. Achso, ich habe auch keine Waffen bekommen. So. Drehen wir hier auch nochmal ordentlich auf. Defense 11. Defense 11, aber der Critical steigt. Gewaltig. Und plus 12. Alter Schwede. Wie ist das hier? Na, da fällt meine Defense, aber meine Initiative steigt. Meine Critical fallen. Ich glaube, Initiative ist okay bei denen. Ansonsten kann ich natürlich noch diesen Helm anziehen. Ja, der ist wahrscheinlich besser. Defense 11, Defense 9. Ich bin unzufrieden. Ebenfalls Confidence und coolere Waffe. Haben die eine coolere Waffe? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Jetzt habe ich natürlich die Defense von denen gesenkt, aber das sind ja sowieso die, die das Stun haben. Also Ply. Ist natürlich jetzt richtig teuer, wenn ich die baue. Also was strategische Ressourcen angeht. Ich habe nur einen Titanium Extractor.
zwei Titanium Extractors, meinte ich. Wie sieht das hier aus? Retrofit. 72 Titanium. Die habe ich nicht. Da mache ich das halt nicht mit allen Einheiten. End turn. Ich weiß nicht, warum ich dann Advanced Filigree noch forsche. Das könnte ich mir eigentlich auch sparen. Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Im Grunde genommen brauche ich diese Forschung nicht. Und diese Forschung... Ach, brauche ich, weil sich das nicht nur auf Fernkampfeinheiten bezieht, auch wenn da ein Pfeil abgebildet ist. Was ist das? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Befinde mich übrigens in einem Zustand dauernder Erkältung. Ich weiß nicht, ob das den Zuschauern schon aufgefallen ist. Ist ein bisschen komisch. Aber was will man machen? So. Dann gucken wir doch mal, ob da was für dich, nicht für dich, für die Armee dabei ist. Army Initiative Boost. Army Critical Boost. Kann ich mir nicht leisten. Erst nächste Runde. Was will man machen? Was ist das denn für ein blöder Helm? Die muss ich ja wieder mit Dust bezahlen. Das will ja jetzt auch keiner. Ja, das nehme ich mal mit. Na, dann muss ich eh Dust bezahlen. Improved Critical. Gut. Nehme ich mit. Ressourcen sind zum Ausgeben da. Ja, bitte. Mal das Dust-Einkommen ein bisschen steigern. Ich bin übrigens sehr traurig, dass hier oben immer noch nicht angezeigt wird, wie viel Dust ich genau habe, wenn ich über 1000 Dust bin. Was wirklich keine große Summe ist, wenn man bedenkt, dass Heroes schon 1,6 kosten. Jetzt in Runde 155 und wahrscheinlich noch teurer werden. Ja. Oh, guck mal. Mal gucken, man kann sehen, was die KI gekauft hat. Oh, und ich kann es sogar filtern. Die verkaufen so Einheiten. Und kaufen so Einheiten. Und andere Dinge. Was kann ich hier denn Cooles kaufen? Kazanji. Wo wir gerade bei Kazanji sind, es trennt mich nur noch eine Runde von meinem... Zwei Runden trennen mich von meinem epischen Battle. Vielleicht, wenn ich sage... I see you are peaceful... I see you are peaceful, me. But I can't stop thinking you're plotting one more time against me. Das macht nicht so viel Sinn, was du sagst. Anscheinend ist das so Negativ-Feedback. Ich bin mir nicht sicher. New Army aus dem Settler. Und... Assigned to Army. Da. Wenn ich ihn die ganze Zeit nur in der sie die ganze Zeit nur in der Akademie stehen habe, kriegt die ja gar keine Erfahrung. Was mir übrigens aufgefallen ist, ist, dass unglaublich viele Helden in diesem Spiel weiblich sind. Die beiden jetzt nicht, aber die... Na, der jetzt auch nicht. Anscheinend die Helden der Walters, die Helden der Wild Walkers, die Helden der, Dingens hier.
die ich gerade spiele, Roving Clans. Ich meine nicht, dass das eine schlechte Sache ist, dass hier die Hälfte der Helden weiblich sind, aber es ist halt ungewohnt, weil man es aus anderen Spielen nicht kennt. Ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich mag Frauen. Auch in führenden Positionen, das ist vollkommen okay. Warum ist der Boden so grün, wenn es Winter ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Advanced Filigree. Okay. Era 3, Age of Enlightenment. Gut, Strategic Resource discovered. Sehr gut. Luxury Resource discovered. Juhu. Dann werde ich doch mal gucken, wie sich das forschen lässt. Erstmal Forschung. Dann das. Dann das. Dann das. Und dann gucken wir mal. Das ist jetzt genug, glaube ich. Nein! Verdammt! So. Habe ich jetzt den ganzen Fortschritt verloren, den ich da schon hatte? Nee, ich habe erst die Runde damit angefangen. Okay. Dann erstmal das. Dann gucken wir uns genau an, was es tut. Plus 2 per City und Terrain with River, Terrain with Water ist okay. Da kriege ich auch zwei verschiedene. Puh. Ich glaube fast, dass ich da mehr rauskriege zuerst und dann hier hingehen sollte. Dann Ressourcen exploiten, dann das Refinery, das Depository und dann gucken, dass ich ein bisschen Dings zusammenkriege. Ich meine, hierfür brauche ich ja sowieso. Na, zumindest hierfür brauche ich die neuen Ressourcen. Gut. Was ist los bei dir? Oh, 7 Stück. Boah, ich weiß nicht, ob das so cool ist, was ich hier mache. Oh. Was? Das sind 7 Stück, warum? Auto? Gut. Einer meiner Derwische ist fast tot, aber... Ah. Was? Was ist da passiert? Ich verstehe das nicht. Aber okay. Wo möchte ich hier überhaupt siedeln? Das kann ich im Winter nicht entscheiden. Und warum baue ich hier nichts? Das ist, nicht zu entschuldigen. Vielleicht kriege ich hier endlich meine Level 2 Stadt raus. Das wäre schon ziemlich cool. Okay. Okay. Ich glaube, ich greife da direkt nochmal an. Oh. Quest complete. Ach, ich muss die insgesamt sammeln, nicht in einer Runde. Okay. Das heißt, das hat mich 5 Züge gekostet. Trader's Tents. Und City Trade Routes. Ah, dann sollte ich Trade Routes forschen bei Gelegenheit. Okay, the knowledge that we uncovered together hinted, as knowledge often does, of yet greater mysteries. I dreamed that soon all of Auriga would be unlocked to me, my world become a great cavern of lost treasures with the keys in my hands. Vielleicht finden Sie den Husk of Knowledge. Das ist ein ziemlich, ziemlich großes Wunder. Wenn man es in Endless Space betrachtet, sieht man, dass es deutlich über den Planeten rausragt. Eigentlich müsste man das sehen von der Oberfläche aus.
Der Husk of Knowledge ist auch, also das ist eine Bio-Research Facility, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist auch, wo man mit dem Schiff in Dungeon of the Endless abstürzt. Was meine Frage, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, Dungeon of the Endless Episode 3 war es, glaube ich, wo ich mich gefragt habe, wo die Viecher herkommen und wovon die sich ernähren. Wenn es natürlich eine Bio-Research Facility ist, dann wundert mich das gar nicht. Dann wird es daran liegen. Okay, New Quest Added. Oh, ich weiß nicht, ob ich den Text vom letzten Quest gelesen habe. Wahrscheinlich nicht. A region. Ungar. Has been identified as the source of the Dust Lane emissions. Capture the city. Or make sure that it has been destroyed. Willst du mich eigentlich verscheißern? Also mal ganz ehrlich, wie soll ich das denn machen? Ihr dummen Ficker. Oh. Hoppala. Naja, jedenfalls hier ist der Text. Vielleicht möchte es ja jemand lesen. Academy of Tenep. Ja. Greatest Resonance of Dust lay somewhere beneath our feet. Ja, das wird wahrscheinlich dasselbe Schiff sein, das man mit den Walters dann ausgräbt. Aber, wo ist denn das? Hier. Ja. Hervorragend. Ich kann denen nicht den Krieg erklären. Ich muss warten, bis die mir den Krieg erklären und dann kann man mal darüber reden. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ja, komm. Das war jetzt doch einfacher, als ich angenommen hätte. Jetzt warte ich nur noch drauf, dass dieser Winter vorbeigeht. Ich finde diesen Boden sehr grün dafür, dass Schnee liegt. Vielleicht ist es grüner Schnee. Also gelben Schnee kenne ich ja, aber grüner Schnee, ich würde mir Sorgen machen. Was? Die Liste ist leer. Und schon fängt es wieder an. Ich weiß nicht, ob das noch jemand gesehen hat, aber meine Hauptstadt hat sich verwandelt in einen Siedler. Kleinen Moment mal. Ich lade mal den Autosave und guck mir das nochmal an. Ich meine, die war ja jetzt nicht. Wurden nicht angegriffen und. Ich verstehe das nicht. Also wirklich, beim besten Willen, ich verstehe das nicht. Ah, das ist der Zug. Ich meine, ja, Siedler sind cool und alles, aber. War da irgendwie Streik? Haben die meine Stadt zerlegt? Hat mir keiner was gesagt? Ja, haben wir. 9 plus 1. Happy. Kein Angriff. Quest complete. Hatten wir eben schon. New Quest added. Ah! Aber schau mal einer an. Jetzt, Reward ist anders. Das waren eben Hydromiel. Und jetzt ist es Influence. Und jetzt muss es eine andere Region sein. Eine grüne. Vielleicht hier. Ja, komm schon. Ah! Attack! Ja.
nochmal genau hingucken. Ich habe keine Ahnung, was hier eben passiert ist. You'll pay for that. Meine Hauptstadt hat sich gerade selbst abgerissen. Ja. Gut. Ganz ehrlich, mit dem neuen Patch macht es nicht viel Sinn. Die Fehler scheinen ja anzufangen. Ich meine, niemand hat mich hier angegriffen. Ich habe einfach nur diese Stadt verloren und ich werde anscheinend für irgendwas bezahlen und weiß nicht wofür. Was steht denn da? Notification AI Attitude Feedback Received Title. Bla. Okay. Ich habe hier keine Option, jemanden anzugreifen, soll es aber. Ich werde anscheinend keinen großen Sieg erringen können, weil meine Städte sich selbst zerlegen. Ich finde das ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Ich meine, das sollte ja jetzt nicht passieren. Und wenn ich die neu aufbaue, ist alles weg. Alles, was ich reingesteckt habe, alles weg. Nee. Gut, ich würde sagen, wir haben einen guten Blick auf die Dings bekommen, auf die Roving Clans. Es ist nicht meine Lieblingsfraktion, mit Abstand nicht. Current Research. Fehlen uns da noch Einheiten, die wir jetzt nicht benutzt haben? Die müssen doch noch mehr Einheiten haben. Da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Die haben noch mehr Einheiten. Oder muss ich Mercenaries anheuern? Na, die haben ja auch wieder am Dings Medical Center. Wann habe ich das denn in Auftrag gegeben? Keine Ahnung. Die haben ja auch einiges am Tech Tree wieder gedreht. 5 und 6 sind immer noch leer, aber die Frage ist, wie lange? Man schreitet ja heftig auf den Release zu. Gut, ich denke, dann werde ich eine neue Runde starten mit einer anderen Fraktion, die vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. Vielleicht die Dragon mal ausprobieren. Oder meinen Würfel auspacken. Ich habe jetzt 3 Fraktionen durch. 4 sind noch zu tun. Und die letzte wird auch irgendwann kommen, in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich. Und ich finde die fucking creepy, aber das sieht man dann. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch wenn es mal wieder frustrierend war und nicht zu einem Ende gebracht wird. Ich werde Steam einfach nochmal eintrichtern, dieses Spiel nicht ohne mich zu fragen zu updaten. Ich kann sagen, nur beim Start und dann bevor ich starte, einfach in Offline-Modus gehen, dann sollte sich das Problem erledigt haben. Muss halt nur sicher gehen, dass Steam das dann diesmal auch registriert und nicht meine Änderungen verwirft, so wie gestern. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!